Hallo Leute, willkommen bei uns beim Würfelorden und einem weiteren Produktreview. Der Krieg im Norden hat, und die Verteilung des Nordens, schon so als die Erweiterung richtig, hat wahnsinnig viele neue Profile rausgebracht. 16 neue Profile und dabei auch einige, wirklich einige Kriegerprofile, die auch wirklich einzigartig sind. Wir haben die Ritter von Tal, die Drachenakolyten, wir haben die Kriegsdrachen von Run und so weiter. Und da habe ich mir schon einiges geholt von der Sache, aber mir muss sagen, da gibt's auch, das wird auf die Menge ganz schön viel. Vor allem, wenn man sich überdenkt, die Ritter von Tal haben ein ganz eigenes Design, die möchte ich wirklich in Original haben. Drachenakolyten habe ich auch da, wahrscheinlich werde ich auch Kriegsdrachen und so, dass sie noch in die Finger kriegen und so weiter. Aber bei einer Einheit bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Und zwar haben sie wahnsinnig schöne Modelle, muss ich wirklich vorerst loben, allerdings eine ganze Truppe von denen aufzustellen von Forge World geht ganz schön in die Kohle und dafür haben sie mir noch einfach zu wenig Varianz. Und zwar spreche ich von den Beorningern von Forge World. Ein Dreier-Set für jeweils fast 10 Euro das Modell ist mir persönlich zu hart und deswegen habe ich mir hier ein Alternativset geholt und zwar die Frostgrave Barbaren Frostgrave, ganz gescheit. Und zwar ist das ein Multikit-Hartplastik-Bausatz, gibt es bei Passspiele zum Beispiel zu bestellen, mit Gutscheincode natürlich nochmal billiger. Da schauen wir jetzt rein. Und damit gibt es einfach gleich mal 20 Beorninger in sehr differenten Posen mit unterschiedlicher Ausrüstung. Das schauen wir uns jetzt an. Und ich freue mich einfach, hier einige geile Modelle zu bemalen. Wie gesagt, in diesem Bausatz haben wir 20 Hartplastikminiaturen, die was in Multikits zusammenbaubar sind und so in verschiedene Posen bringen. Ich habe die schon teilweise für meine Dunländer verwendet und jetzt sollen sie meine Beorninger werden. Vor allem, weil man da echt einiges machen kann. Ich habe da ein paar wunderschöne Posen schon dabei und möchte damit einfach 20 Beorninger für euch, also für mich eigentlich, aber mit euch bauen und zeigen, was alles dabei ist. Also grundsätzlich, wir haben 20 Renetra Bases, die finde ich natürlich super, weil mit denen kann ich, das ist für mich eigentlich reines Material zum Basen. Gut, was haben wir? Wir schauen uns mal eins an. Grundsätzlich sind viermal die gleichen Gussrahmen, aber wie schaut ein Gussrahmen jetzt effektiv aus? Zoomen wir mal rein, wir haben fünf verschiedene Körper, in verschiedenen Posen natürlich nicht allzu dynamisch, aber doch schon sehr. Wir haben hier eine Zweihand-Axt, wir haben hier Einhand-Äxte, wir haben verschiedene Hämmer und ähnliches, wir haben aber auch Bögen, was sehr, sehr wichtig ist und in Summe kommt da einiges zusammenfallen. Wir haben hier auch noch so kleine Äxte, das sind Einhand-Axt, Bogen, Köcher, passender Arm dazu, theoretisch Schwerter, da ist noch eine Einhandachse, da sind Äxte, mit denen man das Zweihändige entsprechend hinkriegt. Und hier, wenn man genau schaut, haben wir noch einige Einhandäxte, die man theoretisch zum Beispiel als die zweite Einhandachse, wie sie die Beorninger als Modell haben. Wenn man sich die Köpfe anschaut, gibt es hier ganz viele verschiedene. Da habe ich auch einige schon für Umbauten verwendet, weil die wirklich, wirklich schön sind. Die Helme eignen sich meiner Meinung nach nicht. Wenn man sich das anschaut, das passt einfach nicht zu Beorningen. Das kann man nicht mal auf einen Dunländer packen. Das kann man vielleicht auf einen Dunländer packen, aber sonst wirklich nicht. Aber das Schöne ist, es sind sehr viele Köpfe ohne Helm, mit denen man nachher auch, dann, wenn man möchte, sehr schöne Umbauten machen kann. Es bleiben einem noch Hämmer, Armbrüste und ähnliches über, wenn man auch andere Modelle ein bisschen pimpen möchte. Beziehungsweise finde ich es ganz cool, für meine Strolche werden hier noch einige Arme und sowas bei rausschauen für Umbauten. Das sind diese Sets, die werden wir zusammenbauen, dass wir schlussendlich dann einen Haufen Krieger haben. Ich werde wahrscheinlich auch ein paar Umbauten machen, nicht mit diesen Sets, weil man muss dazu sagen, ich habe jetzt hier eine Doppelaxt und die zwei kleinen, ich möchte hier ein bisschen mehr Varianz reinbringen. Das heißt, ich werde entsprechend auch mit anderen Bausätzen arbeiten, aber natürlich euch auch zeigen, was man damit an sich schon machen kann. Man sieht an sich, es ist auf jeden Fall gut machbar und jetzt würde ich sagen, baue ich 20 von denen zusammen und zeige euch das fertige Ergebnis. So, fertig sind die 20 Kollegen, ich habe das Ganze zusammengebaut. Am Ende war es notwendig, dass ich ein paar Bits hier noch von anderen Firmen, also beziehungsweise anderen Bausätzen verwenden musste, aber ich habe mich relativ gut austoben können und so eigentlich ein durchgehendes
durchgehendes Outfit, ohne große Umbauarbeit oder so zu machen. Wie gesagt, das waren ein paar Bits, die ich da umgearbeitet habe. Das sollte eigentlich, das hat man in der Bitskiste, und wenn man es nicht kriegt, also vor Orks oder so, das hat man schneller mal eine Zweihandwaffe. Ich habe mich grundsätzlich für ein Farbschema in grün, verschiedenen Grün- und Brauntönen entschieden und dann immer die Felle jedes Mal in dieser Cremefarben, dass es ausschaut wie Schafsfelle. Das habe ich ganz bewusst gemacht. Das finde ich, hebt dadurch ganz schön ab. Ich habe auch bewusst sehr, sehr harte Akzente auf Fell und Haut gesetzt, damit hier das Helle rauskommt, damit die restlichen Farben gedeckter sind. In Summe habe ich ein bisschen das Feeling gehabt von Helden in Strumpfhosen, wer den Film kennt, mit den grünen Brautönen. Aber das Endergebnis gefällt mir wahnsinnig gut und ich muss sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach, wenn man bedenkt, ich habe jetzt hier, dieser Bausatz kostet 20 Euro mit ein paar Bits und dergleichen und schon hat man 20 Beoninger, das sind einerseits 400 Punkte und auf der anderen Seite gibt man bei Games Workshop für 20 Beoninger 7 mal 30 irgendwas um die 200 Euro, also so weit über das Zehnfache von dem, was ich hier jetzt bezahlt habe. Ich habe mich dafür entschieden, grundsätzlich relativ viele mit zwei Einhandäxten zu machen, so viele wie es geht mit zwei Handäxten und einiges natürlich mit Bögen umzusetzen. Ein paar Einzelne haben auch nur eine Achse in nur einer Hand, aber die könnte man natürlich auch zweihändig führen. Ja, ich zeige euch mal meine Favoriten grundsätzlich. Ein paar habe ich alternative Bits verwendet, das sind der da. Ich glaube, die Axt hier, ja, die ist alternativ. Zum Beispiel gefällt mir aber auch sehr, sehr gut der Kollege. Den habe ich dann einfach da mit einem Bogenarm zum Beispiel gemacht, der aus ihm Set drin ist. Den finde ich genial. Das ist einfach die Zweihand-Axt, die da dabei ist. Und die habe ich ihm dann halt eher nach hinten gegeben. Also den Arm so weit gedreht, dass er sie eher hinter sich hält. Und den Arm vor sich eher so in einer schützenden Pose. Den finde ich total cool. Dann die zwei zum Beispiel. Habe ich einfach die Speere, die dabei sind im Set, durch Axtköpfe ersetzt. Beziehungsweise hier habe ich einfach den Axtgurt aufgeklebt und bei dem habe ich einfach dann auf oben die Spitze durch einen Axtkopf ersetzt. Dadurch kommt man auch noch zusätzlich auf zweihändige Äxte, damit man hier noch mehr an diesen Bits arbeiten kann. Da zum Beispiel, da habe ich die sind die Bogenarme von den Tribes, also von den wilden Menschen von Frostgrave, die es gibt, die, was ich als meine Rose verwendet habe. Den habe ich auch hier genommen. Hier habe ich auch einen anderen Kopf verwendet, finde ich aber total cool geworden. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Man kann hier auch echt gut arbeiten mit den Köchern und den Händen, dass die gerade das rausziehen. Bei dem habe ich eigentlich nur den Kopf ausgetauscht. Ich nenne ihn übrigens Abraham, wer diesen Wink versteht, mit zwei Handäxten. Es sind relativ viele Äxte, die das man normalerweise am Gürtel befestigt bei den Modellen dabei, also im Bausatz. Die kann man super, wenn man einfach die Schildhände nimmt oder dergleichen und mit dem Bohrer reinbohrt, kann man hier perfekt damit die zweite Handaxt darstellen. Da habe ich einige gemacht, das ist auch bei dem und dem passiert, also da geht richtig was, richtig gut was weiter, also dass man die Handäxte nimmt. Die Bögen lassen sich echt super verwenden, da kann man zum Beispiel sagen mit Dolch. Hier zum Beispiel habe ich die Handwaffe abgezwickt, damit es ausschaut, dass wir da hinten nach dem Keucher greifen. Hier eher in einer schießenden Pose, das geht auch sehr gut mit der Pose des Modells an sich. Die Axt ist auch noch vom Ritterset von Frostgrave, also das eignet sich auch super zum Erweitern. Und hier, das sind eher so die mit Einhandäxten, ich glaube da habe ich mir noch zwei gemacht, aber auch die kann man hier sehr gut verwenden. In Summe gefallen mir sie richtig gut. Ich finde das Farbschema schön. Mit diesen Waldbases kann man noch einiges machen. Das ist richtig schön bunt und knallig. Wenn ich jetzt noch an einen Grimbeorn drankomme, wäre es natürlich genial. Dann könnte ich die eigentlich schon noch in einem Spielbericht spielen. Fände ich richtig cool. Einen Beorn habe ich ja, aber leider den kann ich. Das funktioniert nicht wirklich zum Proxen. Die passen optisch nicht so ganz zusammen, wäre natürlich total schön, aber leider hier, also ein Grimbeorn brauche ich noch, vielleicht kriege ich ein Bärenmodell, damit mir noch das zu Fußmodell fehlen, aber leider muss ich auch sagen, das Originalmodell ist so hübsch, das hätte ich schon gern. Aber wie gesagt, hier kriegt ihr für 20 Euro einen fantastischen Bausatz, wo euch jede Menge Bits überbleiben, die ihr nachher weiterverwenden könnt, wo ihr 20 Beoninger rausmachen könnt und einfach eine sehr stimmige Armee hinkriegt. Ich finde den Bausatz total cool, vor allem bei ein paar Spielen könnt ihr ihn bestellen, dann gibt es 10%, wenn es noch Würfel oder einen Gutscheincode angibt, fertig. Also ich sehe hier echt keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Ich bin wahnsinnig zufrieden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr von meinem Beoninger-Projekt haltet. Die gehen natürlich super in den Juli-Count für meine bemalten Modelle.
Das war's von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wie gesagt, schreibt mal ein bisschen was in die Kommentare. Und hoffentlich bis bald bei uns beim Würfeln.